It's my pleasure to welcome all of you opening this first panel. My name is Catherine Gousseff, currently director of the French-German Research Center, the Centre Marc Bloch of Berlin, one interdisciplinary center of social sciences, which implements mainly comparative and translational approach in different fields, among them migrations. As historian, I am especially grateful to Marion Détienne and Frank Wolf, the organizer of this conference, for their attempt to link history to the contemporary issues of migration in Europe, in order to get a broader, deeper, comprehensive view of the current European situation. The simple question, what is old, what is new in the issues of migration is in many respects not so easy to answer. And we had yesterday with the presentation by Peter Guttrell some good example of these difficulties, starting with these two images of children in order to wake up compassion. And if we consider the political discourse and their instrumentalization of antique fears and nationalist arguments, which remind you, less to say, the late 30s. But it looks urgent to pay attention to the historical experience of migration and integration, in which our old Europe have a lot of positive lessons to deliver. These lessons, which are hidden by many politics, but also not sufficiently formulated and diffused by the specialists themselves. And here I am also thinking about the talk given by Peter Guttrell yesterday about the question of refugees as actors. And maybe it is worth to come back not only to the late 30 years, but also to more ancient period. And here I am thinking about the interwar period where refugees in the pre-modern system of refugees were partner of the first High Commissariat for Refugees. And it is, I think, worth to have also some of this experience in mind in order maybe to restore some voices of them in the political scene today. It is not only by chance that this first panel is dedicated to migration and European identity. Indeed, one core argument of this conference is that, I quote, the never-ending search for a European migration regime is also the never-ending search for a new European identity. And here, as a French citizen, it is almost impossible for me not to refer to the last presidential election campaign in France, as you probably followed it. And I would like here to stress how relevant, till the caricature, this argument appeared, especially between the two last candidates, between the so-called patriots, arguing for the closure of the borders, the expulsion of many immigrants in order to secure and get back to the sovereignty of France, and the pro-European, so-called mondialist, so partisans of the globalization by their opponents, defending the projects of an open society and definitively European-French identity. Unfortunately, it doesn't mean probably that our new president is in favor of opening the border or creating a new migration regime. To be liberal, pro-European, doesn't mean to be in favor of a new migration regime. And this remark goes back to our current topic. What does it mean, European identity in front of the issue of migrations? This first panel is conceived at a macro level, with the examination of the relation between governmental and supra-governmental attempts to regulate migration
and the formation of European identity. It will explore, in particular, the paradox between national institutions applying for control of migration and the ever greater delegation of power given by the national states to centralize a European institution in order to guarantee the control and the regulation of cross-border. From there, situation, a lot of contradiction and tension we will examine now. To entry in this question, I would like now to introduce our first panelist. I have to mention first that some change in our panel, as Dieter Gosewinkel, a great specialist, as you know, of the history of citizenship in Europe, unfortunately couldn't come for ill reasons. I just received yesterday, per email, an announcement of the next presentation of his book about citizenship in Europe in the 20th and 20th century. And so I think it's worth to mention this this presentation, which will be on the Monday 29th of May in the Wissenschaftszentrum zu Berlin. So for those who want to for those who are interested especially by citizenship, you get a chance to hear him in the very next time. Here I would like to thank very much Olaf Kleist, who accepts to replace Dieter Gosewinkel. And Olaf Kleist is a great specialist of refugee question. As a political scientist, he's working as researcher in the Institute für Migrationsforschung und interkulturelle Studien, so the IMIS of the University of Osnabrück. In that place, he is a coordinator of a very important collaborative project about flight, research and transfer, and he conducts his own research of volunteer help in this collaborative project. But he is also very involved in many other things at the a network about research of refugees question. He is also the co-editor of important new journal, the Zeitschrift für Flüchtlingsforschung. And he will give a talk now about the European crisis and the future of refugee politics. Thank you so much. Ja, vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank auch für die Einladung, die Möglichkeit, hier zu sprechen zu können. Ich bin bestimmt kein Ersatz für Herrn Gosewinkel, aber ich versuche vielleicht ein paar eigene Thesen hier vorzustellen. Wir haben gerade schon gehört, dass wir momentan noch eine große Herausforderung darin haben, methodische und theoretische Mittel und Instrumente zu entwickeln, um mit Migration umzugehen. Herr Sabo wies darauf hin, auch Frank Wolf machte das Argument stark. Insofern ist es sicherlich sehr gewagt, dass ich hier heute etwas über die Zukunft der Flüchtlingspolitik sprechen möchte. Aber ich hoffe, Sie erlauben mir trotzdem, mich ein paar zaghafte Thesen zu formulieren. Das Klischee besagt, dass eine Krise eine Chance sei. Doch wie wird diese Chance genutzt und wenn sie genutzt wird, wofür? Eine Krise ist ein Zusammenbruch von Praktiken, von Gewohnheiten, von Institutionen. Und dies hat gezwungenermaßen einen Wandel zur Folge. Doch stellt sich dann die Frage, was kommt eigentlich Neues? Die Flüchtlingskrise ist immer zuallererst eine Krise der Flüchtlinge selbst. Sie ist das gewaltsame Zerreißen von Lebensentwürfen, sozialen Beziehungen und politischen Rechten.
Flucht gehört zur Menschheitsgeschichte dazu. Aber Gesellschaften müssen sich daran messen lassen, wie sie mit den Krisen anderer Menschen umgehen, ob sie ihnen eine Chance geben, einen Neuanfang. Und Europa hat hier in den letzten Jahren, ich würde sagen, gemischte Resultate vorzuweisen. Und in gewisser Weise wird dies eine dauerhafte Herausforderung bleiben. Konfrontiert mit einer solchen Herausforderung, mit einer gewissen Anzahl an Menschen, die den Schutz einer politischen Gemeinschaft suchen, können auch die Widersprüchlichkeiten und Konflikte in Gesellschaften selbst aufbrechen und sich als Krisen bemerkbar machen. Die sogenannte Flüchtlingskrise von 2015 hat dabei ganz verschiedene Ebenen Europas berührt. Das gesellschaftliche Zusammenleben, die EU und globale Flüchtlingspolitik. Ich möchte auf Entwicklungen in diesen verschiedenen Bereichen eingehen, um zu skizzieren, welche Art von neuer Flüchtlingspolitik, welches neues Flüchtlingsregime aus der Flüchtlingskrise der letzten Jahre entsteht. Denn tatsächlich würde ich behaupten, dass die Flüchtlingskrise als ein Katalysator fungiert, durch den eine gescheiterte Flüchtlingspolitik der letzten Jahre und Jahrzehnte neu gestaltet wird. Dabei möchte ich drei Thesen vorstellen, welche Änderungen die Gegenwart und Zukunft der Flüchtlingspolitik ausmachen. Erstens, verstärkt staatliche Kontrolle und Selektivität über den individuellen Zugang zu Schutz. Zweitens, die Betonung von Menschenrechten von Migranten anstelle von Flüchtlingsrechten. Und drittens, zunehmende Bedeutung von Zivilgesellschaft und lokaler Integration im Flüchtlingsschutz. Die neue flüchtlingspolitische Ordnung, die sich hierin abzeichnet, hat keine Blaupause und keine personifizierten Architekten. Es sind Trends, nach denen Flüchtlingspolitik aktuell in verschiedenen institutionellen Rahmen umgestaltet wird. Es geht mir darum, diesen Wandel zu identifizieren, ohne ihn dabei bewerten zu wollen, wobei ich sicherlich die eine oder andere Meinung dazu habe. Es scheint mir nur wichtig, diese Trends, die sich abzeichnen, neue flüchtlingspolitische Ordnung zu erkennen, um eine Flüchtlingspolitik gestalten zu können, die den Schutz von Flüchtlingen effektiv und nachhaltig gewähren kann. Lassen Sie mich diese Trends zunächst kurz mit Ihrer kurzen Vorgeschichte rahmen. Denn das letzte Mal, dass eine neue flüchtlingspolitische Ordnung in dieser Dimension entstand, war mit dem Ende des Kalten Krieges. Und damit mit dem Ende des politisch motivierten Flüchtlingsschutzes. Wir hatten darüber vorhin schon ein bisschen gehört. Mit den 1990er Jahren sahen wir eine Expansion der humanitären Flüchtlingsarbeit, der sich eine spezifische globale flüchtlingspolitische Ordnung herausschälte. Die Geberstaaten des Nordens, die sich durch Grenzschließungen zunehmend abschotteten, finanzierten UNHCR und andere Organisationen, um humanitäre Arbeit zu ermöglichen. Im Gegenzug fungierten Länder des globalen Südens als Aufnahmestaaten, ohne aber eine Integration zuzulassen. Diese Arbeitsteilung in der globalen Flüchtlingspolitik versuchte UNHCR mehrfach erfolglos aufzubrechen. Stattdessen war das Resultat, dass heute über 40% aller Flüchtlinge in sogenannten langanhaltenden Flüchtlingssituationen, Protected Refugee Situations, leben, Flüchtlinge zunehmend humanitär verwaltet werden, anstatt Lösungen für sie zu finden, knapp 9 von 10 Flüchtlingen weltweit im globalen Süden leben. Dies führt zu einer Situation, die in der Wissenschaft und Praxis seit vielen Jahren als eine globale humanitäre Krise des Flüchtlingsschutzes bezeichnet wird. Doch politisch relevant wurde die globale Krise erst dann, als sie 2015 in Europa ankam. Bemerkenswert ist, zunächst reagierte die EU kaum auf steigende Asylbewerberzahlen, die sich schon ab 2013, 2014 abzeichneten. Neben dem Versuch verstärkter Grenzkontrollen und Rettungsaktionen im Mittelmeer wurden Schutzsuchende vor allem in großer Zahl aufgenommen. Ohne Frage unter menschenrechtlich oft fragwürdigen Umständen und mit zunehmenden Spannungen zwischen den Mitgliedstaaten. Doch selbst die Agenda für Migration vom Frühjahr 2015 sah vor allem eine Fortsetzung der EU-Flüchtlingspolitik vor. Und auch der Sommer des Willkommens war im Wesentlichen eine Umsetzung des EU-Flüchtlingsrechts und des darin enthaltenen Solidaritätsprinzips. Der Bruch mit dem EU-Flüchtlingsschutz begann im Herbst 2015, als EU-Mitgliedstaaten anfingen, in Europa wieder Grenzen zu bauen. Und dies war ein Versuch der Grenzschließung, wie wir sie insbesondere seit den 1990er Jahren sahen. Durch Grenzschließungen die Verantwortung für den Flüchtlingsschutz auf Nachbarstaaten und Regionen vorzuverlagern.
Entscheidend für das Ende der Fluchtbewegung war dies jedoch erst in Verbindung mit dem EU-Türkei-Deal, bei dem die Türkei begann, die Grenzen zu sichern und die EU im Gegenzug für die humanitäre Unterstützung von Flüchtlingen in der Türkei bezahlte. In gewisser Weise war es der Versuch, die alte flüchtlingspolitische Ordnung wiederherzustellen, in deren Arbeitsteilung der globale Süden, in diesem Fall die Türkei, die Flüchtlinge beherbergt und der Norden für deren dortiges Verbleiben zahlt. Doch zugleich spiegelt sich in dem Abkommen auch die neue Ordnung der globalen Flüchtlingspolitik wider. Die Auslagerung von Migrationskontrolle an Staaten in der Nachbarschaft der EU, wie wir es auch in diesem Abkommen sehen, ist bereits seit über 10 Jahren ein Vorgehen der EU, insbesondere in West- und Ostafrika. Das Neue und in gewisser Weise Innovative an diesem EU-Türkei-Abkommen ist jedoch, dass hiermit die Ankunft von Flüchtlingen nicht mehr gänzlich unterbunden werden soll. Im Abkommen mit der EU liegt dies im Tausch syrischer Flüchtlinge zwischen Griechenland und der Türkei. Ob dies legal ist, werden Gerichte klären müssen. Aber auch in Reformvorschlägen der EU-Kommission für das europäische Asylsystem werden Aufnahmeprogramme und Resettlement mit der Auslagerung des Grenzschutzes eng verknüpft. Obwohl auch dies nicht ganz neu ist, sehen wir also verstärkt Ansätze, sich nicht mehr komplett gegen Flüchtlinge abzuschotten, sondern den Zugang für ausgewählte Flüchtlinge zu ermöglichen und für andere den Zugang zu vermeiden. Es geht mithin darum, den Selektionsmechanismus an der Grenze zu verbessern und die Entscheidung über den Zugang zu Flüchtlingsschutz den Aufnahmestaaten zu geben. Dies sehen wir auch in den Vorschlägen, Hotspots in Nordafrika einzurichten, wo eben die Auswahl des Zugangs für Flüchtlinge bestimmt werden könnte. Welche Konsequenzen das haben kann, kann man am australischen Beispiel sehen, die eine ähnliche Politik seit rund 15 Jahren betreiben, mit hohen menschenrechtlichen Kosten. Ob in Europa, wo höhere Menschenrechtsstandards gelten, als in Australien eine solche Politik überhaupt möglich ist, oder diese nicht doch anders aussehen muss, wird sich zeigen. Doch Resettlement an die Stelle von Asylrecht zu setzen, das ist eben dort bereits geschehen. Der Vorteil der politischen Steuerbarkeit einer solchen Flüchtlingspolitik liegt auf der Hand. Aufnehmende Staaten können nicht nur bestimmen, wie viele Flüchtlinge sie aufnehmen wollen, sondern auch wen. So sehen wir in Australien zum Beispiel eine überproportionale Aufnahme von christlichen Flüchtlingen. Ein frühes Beispiel für einen selektiven Zugang zu Schutz in Europa war das deutsche humanitäre Aufnahmeprogramm für syrische Flüchtlinge von 2013. Dies umging UNHCR-gesetzte Kriterien für das Resettlement und führte stattdessen selbstgesetzte Aufnahmekriterien ein, für das nicht einmal ein Flüchtlingsstatus notwendig war. Das war ein gänzlich neues flüchtlingspolitisches Instrument, das seitdem jedoch seinen Weg in den Werkzeugkasten von UNHCR gefunden hat. Obwohl von der humanitären Flüchtlingspolitik also nicht ganz losgelassen wird und sogar an deren Verbesserung gearbeitet wird, sehe ich den Trend dahingehend, dass Staaten des globalen Nordens, gerade auch in Europa, verstärkt auf eine Selektionsmöglichkeit setzen, um bestimmen zu können, welche Flüchtlinge sie aufnehmen wollen und welche nicht. Und das hat sicherlich Stärken. Gezielte Aufnahme kann ein höheres Integrationspotenzial haben, da die Ankunft geplant werden kann. Aufnahmeprogramme können strategisch eingesetzt werden, um Flüchtlingssituationen aufzulösen, Konflikte zu vermeiden und Migration zu steuern. Es hat aber auch ganz wesentliche Probleme und Gefahren. Die politische Entscheidung von Staaten, wer Schutz erhalten soll und wer nicht, unterminiert das Individualrecht auf Flüchtlingsschutz. Wir sehen dies bereits in der Nationalisierung des Flüchtlingsschutzes, die einige Herkunftsstaaten gegenüber anderen präferiert. Und zunehmend werden in manchen europäischen Ländern auch Stimmen laut, nur Flüchtlinge eines bestimmten Glaubens aufzunehmen. All dies stellt das individuelle Asylrecht in Europa in Frage. Die Externalisierung von Grenzschutz, wie wir sie im EU-Türkei-Abkommen und in Ost- und Westafrika sehen, hat jedoch auch den gegenteiligen Effekt. Sie nimmt Europa nämlich letztlich die Entscheidungsmöglichkeit über den Zugang. Wir sehen dies am Beispiel der Türkei, die die Grenzpolitik als Druckmittel gegen die EU verwendet. Der Versuch, mehr Kontrolle über den Zugang zu Schutz zu erlangen, kann mittelfristig also den gegenteiligen Effekt haben. Interessanterweise sehen wir eine komplementäre Entwicklung auf globaler Ebene, nämlich hin zu mehr Entscheidungsgewalt der Staaten über Migration und Zugang zu Schutz. Die Verhandlungen über globale Flüchtlings- und Migrationspolitik in New York im letzten September bestätigen eben diesen Trend. Zum einen verpflichten sich Staaten im von Präsident Barack Obama einberufenen Gipfel, mehr Flüchtlinge in Zukunft zu resettlen. Allerdings scheiterte ein Versuch, dass sich Staaten des globalen Nordens verpflichten würden, 10% aller Flüchtlinge zu resettlen. Die Aufnahme von Flüchtlingen bleibt also eine freiwillige politische Entscheidung von Staaten. Und zum anderen wurde in der UN-Generalversammlung Compacts verhandelt.
die zwar nicht beschlossen, aber zur Grundlage einer zweijährigen Verhandlung wurden. Darin wurden explizit die Rechte von Staaten betont, Migration zu steuern und ihre Grenzen zu schützen. Die Betonung dieser Rechte souveräner Staaten in einem Dokument für die Rechte von Flüchtlingen und Migranten ist bemerkenswert und richtungsweisend. Zum anderen werden in den Compacts die Rechte nicht nur von Flüchtlingen, sondern insbesondere auch von Migranten betont. Die Stärkung von Rechten von Migranten ist nicht neu. In Europa ergänzt es als subsidiärer Schutz seit 10 Jahren den Flüchtlingsschutz, aber mit der Aufnahme der International Organization for Migration, IOM, in das System der Vereinten Nationen zur gleichen Zeit werden Migrationsmanagement und Migrantenrechte auch gegenüber Flüchtlingsrechten und UNHCR gestärkt. Obwohl die Wahrung der Rechte von Migranten sehr wichtig ist, sehen wir die Institutionalisierung eines zuvor bereits bestehenden Trends, dass die Unterscheidung zwischen Migranten und Flüchtlingen abnimmt. Während also die Rechte einer größeren Gruppe von Menschen bedacht wird, besteht die Gefahr, dass im Zuge dessen die besonderen Rechte von Flüchtlingen auf basale Menschenrechte abgesenkt werden. Den dritten Trend der neuen flüchtlingspolitischen Ordnung haben wir gerade hier in Deutschland in den letzten Jahren beobachten können. Die zunehmend wichtige Rolle der Zivilgesellschaft in der Flüchtlingspolitik und im Flüchtlingsschutz. Das ehrenamtliche Engagement für Flüchtlinge, das nach wie vor anhält und auch in vielen anderen europäischen Staaten zu beobachten ist, ist in diesem Ausmaße neu. Die Zivilgesellschaft ist so ein ernstzunehmender Akteur in der Flüchtlingspolitik geworden, weit über etablierte Institutionen hinaus, der neue Formen von Flüchtlingsschutz ermöglicht. Flüchtlingsschutz erschöpft sich letztlich nicht in humanitärer Hilfe und ist auch mehr als ein Rechtsstatus. Flüchtlingsschutz bedeutet, Verfolgte und Vertriebene wieder zu Mitgliedern einer politischen Gemeinschaft zu machen. Eine solche Integration in die aufnehmende Gesellschaft und politische Gemeinschaft kann letztlich nur die Zivilgesellschaft leisten. Es ist auch der ursprüngliche Gedanke dessen, was politisches Asyl ist, die Zuflucht in eine politische Gemeinschaft und das Wiederherstellen einer sozialen Lebensperspektive. Deshalb muss die Zivilgesellschaft in ihrer Aufnahme von Flüchtlingen gestärkt werden. Sie muss auch viel stärker in die Formulierung staatlicher Flüchtlingspolitik mit einbezogen werden. In Kanada geschieht dies zum Beispiel durch privates Sponsoring, mit dem Bürger die Aufnahme von Flüchtlingen finanzieren und ihre Integration begleiten. Andere Möglichkeiten können zivilgesellschaftliche Konsultationen bei Resettlement-Programmen oder die Involvierung von Ehrenamtlichen bei der Formulierung von neuer Flüchtlings- und insbesondere Integrationspolitik sein. Die Stärkung von lokaler Politik und Zivilgesellschaft ist aber auch ein wichtiger Trend in der deutschen und europäischen Entwicklungspolitik. Aufnehmende lokale Gemeinden im globalen Süden werden unterstützt anstelle von Staaten. Zugleich werden die Rechte von Flüchtlingen gestärkt, zum Beispiel durch das Recht zu arbeiten, wodurch deren Integration in die Gesellschaft erleichtert wird. Eine Flüchtlingspolitik, die diesen Trend aufgreift und in den aufnehmenden Gesellschaften von unten nach oben wirkt, indem sie die Zivilgesellschaft und Grundrechte stärkt, hat langfristiges Potenzial in Europa ebenso wie im globalen Süden. Wir sehen also im Zuge der europäischen Flüchtlingskrise verschiedene, auch widerstreitende Trends, die meines Erachtens eine neue flüchtlingspolitische Ordnung bereiten. Erstens der Versuch von Staaten, den Zugang zum Flüchtlingsschutz besser zu steuern und Selektionskriterien anzulegen. Und dies kann erlauben, Flüchtlingsschutz gezielter einzusetzen. Es läuft aber auch Gefahr, Flüchtlingsschutz wieder mehr zu politisieren und es damit zu gefährden. Zudem kann die Externalisierung von Grenzschutz auch zu einem Verlust der Zugangskontrolle führen. Zweitens, die stärkere Betonung von Menschenrechten kann mehr Personen in einen Schutzmechanismus mit einbeziehen. Es besteht allerdings die Gefahr, dass dies den mit mehr Rechten ausgestatteten Flüchtlingsschutz unterminiert. Und drittens, die Stärkung von Zivilgesellschaft als flüchtlingspolitischer Akteur erlaubt, lokale Aufnahme als eine dauerhafte Lösung wieder stark zu machen. Zivilgesellschaft ohne staatliche Rechte für Flüchtlinge ist allerdings machtlos. Staat und Zivilgesellschaft müssen hier Hand in Hand arbeiten. All dies muss für Flüchtlinge nicht besser oder schlechter sein als die vorherige flüchtlingspolitische Ordnung. Flüchtlingspolitische Maßnahmen sollten diese Trends allerdings bedenken, um zukunftsträchtige Migrationspolitik und Flüchtlingsschutz vereinen zu können. Die Flüchtlingsforschung kann hier einen wichtigen Beitrag leisten, diese Trends mit ihren Möglichkeiten und Herausforderungen besser zu verstehen, sicherlich auch die Zeitgeschichte und Migrationsgeschichte. Noch stehen wir alle am Anfang einer neuen Entwicklung, die letztlich auch in unseren Händen liegt. Dankeschön. Thank you, Olaf, for this overview of very recent issues of refugee question. Now I will present briefly Angela Siebold,
Angela Siebold, who is a historian as well as political scientist. And she completed her dissertation on the history and medial perception of Schengen Agreement in Germany, France and Poland in 2012 in the University of Heidelberg. And since 2016, she's a research assistant at the Goethe University Frankfurt. The title of his presentation, Die lange Reise vom geteilten Europa nach Schengen und zurück. The long journey from divided Europe to Schengen and back. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute Ihnen kurz einige Ergebnisse meiner Doktorarbeit vorstellen darf. Die inhaltliche Ausrichtung hat Frau Gustav eben schon benannt. Diese Arbeit habe ich als Zeithistorikerin geschrieben und damit auch mit dem Anspruch, eine historische Forschungsarbeit zu verfassen. Und ich möchte Ihnen heute zwei Punkte präsentieren. Einerseits eben einige zentrale Ergebnisse dieser Forschung und auf der anderen Seite aber auch, und ich denke, das passt ganz gut zu diesem ersten Panel, einen kurzen Überblick geben über die Geschichte des Schengen-Raums, seine Wahrnehmung und Entwicklung in den letzten 30 Jahren ungefähr. Wofür steht Schengen? Schengen, das ist zum einen ein Abkommen zwischen mehreren europäischen Staaten, in dem seit Mitte der 80er Jahre erstens der Abbau stationärer Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten beschlossen wurde. Zum anderen definiert das Abkommen aber auch neue Kontrollen, darunter unter anderem die der gemeinsamen Außengrenzen des Schengen-Raums. Der Schengen-Raum, das auf der Karte zu sehen, ist nicht identisch mit dem Raum der Europäischen Union. So gibt es Staaten, die zwar EU-Mitglieder sind, aber nicht im Schengen-Raum angehören, so etwa zumindest noch Großbritannien und auch Irland, aber auch Nicht-EU-Mitglieder wie die Schweiz oder Norwegen, die dennoch dem Schengener Abkommen beigetreten sind. Schengen ist darüber hinaus, und das wissen wir alle aus der medialen Diskussion, aus der politisch-öffentlichen Auseinandersetzung, ein symbolträchtiger Begriff, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Das Schengener Abkommen gilt einerseits als eine der größten Erfolgsgeschichten der europäischen Einigung. Schengen wurde als Anker der europäischen Identität gedeutet, als Zeichen für ein bürgernahes Europa, für eine gelungene und friedliche Aussöhnung der europäischen Völker nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch als Verkörperung eines freien Gesamteuropas nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. All diese Deutungen sind allerdings nach innen gerichtet. Schaut man sich die Wahrnehmung des Schengener Abkommens mit Blick nach außen an, dann erfuhr und erfährt Schengen abweichende, auch kritische Deutungen. Das Schengener Grenzregime stehe migrationspolitisch für eine, wir haben es heute schon gehört, Festung Europa und damit für die Intensivierung von Sicherungs- und Kontrollmaßnahmen, ja für die Abschottung des Kontinents gegenüber den Herkunftsregionen globaler Migrationsbewegungen. Andere führen Schengen umgekehrt, aber auch als Ursache für einen massiven Sicherheitsverlust in Europa an. Immer wieder wurde und wird in diesem Zusammenhang das Ende der Grenzkontrollen diskutiert oder angekündigt, vornehmlich in nationalen Wahlkampfzeiten. Um sich die heutige Komplexität des europäischen Grenzregimes sowie die damit verbundenen Herausforderungen, Positionen anzuschauen, ist es wichtig, diese hier kurz angerissenen historischen Perspektiven auf den Schengen-Prozess zu stärken. Die Leitfragen meines Vortrages lauten daher: erstens, unter welchen Bedingungen ist Schengen überhaupt entstanden? Zweitens, in welchem Verhältnis stand dabei dieses Abkommen zum Kalten Krieg, der parallel kontingent eben zu diesem Abkommen parallel zu Ende ging? Und drittens, welche Rolle spielte dabei das Thema Migration eben in der Etablierung des Schengen-Raums und auch in der nachfolgenden Zeit? Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren die Grenzen in Europa so fest definiert, wie es sonst in der Geschichte selten der Fall gewesen ist. Bis 1945 waren viele Grenzen der europäischen Staaten wiederholt kriegerischen Auseinandersetzungen ausgesetzt oder hatten einen umstrittenen Status, etwa dort, wo nationale Minderheiten besonders präsent waren. Doch nicht nur Grenzen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg klargezogen, auch kollektive Identitäten verfestigten sich. Mit dem Kalten Krieg ging einher, dass sich die jeweiligen Teile Europas stark durch die Abgrenzung zum jeweils anderen Teil auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs definierten.
Diese verfestigten Grenzen und Identitäten geraten Ende der 80er Jahre abrupt und unerwartet ins Wanken. Und ein symbolträchtiges Ereignis dafür ist ja der Fall der Berliner Mauer. Dafür sind wir hier an diesem Ort heute deutlich sichtbar versammelt. Wenige Jahre vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, jedoch im Jahr 1985, unterzeichneten Frankreich, die Bundesrepublik Deutschland und die Benelux-Staaten unabhängig von Protest- und Reformbewegungen in Ost- und Mitteleuropa das Schengener Abkommen. Maßgebliche Initiatoren dieses westeuropäischen Projekts waren die Regierungen Westdeutschlands und Frankreichs. Mit dem Abbau der Grenzkontrollen sollte nach Jahren des Stillstandes ein spürbares Zeichen für Europa gesetzt und der vielbeschworenen Eurosklerose entgegengewirkt werden. Migration und ihre Steuerung waren dabei keine bedeutenden Motive. Stattdessen standen die Handelserleichterung sowie die Annäherung der westeuropäischen Völker im Vordergrund. Schengen war also zu Beginn ein innerwesteuropäisches Projekt, dessen Ziele auch fast ausschließlich nach innen gerichtet waren. Umgesetzt wurde dieses Abkommen zunächst aber noch nicht. Dazu bedurfte es nach Auffassung der Unterzeichnerstaaten noch weiterer Verhandlungen und eines zweiten Abkommens, das eben die Umsetzung dieses Grenzkontrollabbaus genau regelt. Die Unterzeichnung dieses Schengener Durchführungsübereinkommens, auch Schengen II genannt, war für den Dezember 1989 geplant. Als aber wenige Wochen zuvor die Berliner Mauer fiel und der Eiserne Vorhang nicht mehr die Grenzen nach Osten abdichtete, verschoben die westeuropäischen Staaten auf Drängen der Bundesregierung die Unterzeichnung. Denn nach den ursprünglichen Plänen wäre die hier sichtbare deutsch-deutsche Grenze die gemeinsame Außengrenze des Schengen-Raums geworden. Dafür hätte es verstärkter Kontrollen an dieser Grenze bedurft, eine Haltung, die die Bundesregierung deutschlandpolitisch nicht einnehmen wollte oder konnte. Zwar folgte im Sommer 1990 die Unterzeichnung des Schengener Durchführungsübereinkommens. Dabei einigte man sich auch darauf, dass das Gebiet der DDR nach einer deutschen Vereinigung in den gemeinsamen sogenannten grenzenlosen Raum aufgenommen werden sollte. Dennoch war die Situation nun eine völlig andere. Die Öffnung des Eisernen Vorhangs hatte scheinbare Selbstverständlichkeiten wie die bisherigen Grenzziehungen Europas in Frage gestellt. Die Vorstellung, dass Schengen nun unter ganz anderen Voraussetzungen umgesetzt werden sollte, löste massive Ängste aus. Dadurch gerieten auch verstärkt Migrationsfragen ins Blickfeld von Politik und Medien. Französische Stimmen etwa stellten in Frage, ob die Bundesrepublik nun noch in der Lage sei, eine gemeinsame Außengrenze im Osten zu sichern. Der Journalist Philippe Bernard erklärte 1990 in der Tageszeitung Le Monde, dass das Schengener Abkommen ja unterzeichnet worden sei, als der Eiserne Vorhang noch die östlichen Grenzen Europas abgesichert habe. Nun sei der Kontext jedoch ein ganz anderer und von einem sehr starken Migrationsdruck geprägt. Manch einer in Frankreich mutmaßte auch der Journalist Dieter Wenz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, träume wohl, Zitat, noch von den festen alten Grenzen, wenigstens im Osten. Der Fall des Eisernen Vorhangs führte aber auch in der Bundesrepublik zu Angst vor der, wie Hans Magnus Enzensberger es formulierte, großen Wanderung aus dem Osten. Hier nur eines der sehr bekannten Beispiele für dieses Bild. Von Massenflucht und Völkerwanderung war die Rede. Besonders aus dem östlichen Teil Europas rechneten laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung etwa sogenannte Experten mit, Zitat, Zuwanderungen zwischen 5 und 15 Millionen. Auch für die Süddeutsche Zeitung waren noch 1995 solche Ängste ein Grund, weshalb Schengen bisher nicht umgesetzt worden sei. Die Verspätung sei, Zitat, nicht nur dem gewohnten europäischen Dauergezänk zuzuschreiben, sondern zum Beispiel auch dem Fall der Mauer, durch der die Furcht vor einer Millionenwanderung aus dem zerrütteten Osteuropa nach Westen schürte. Die Angst hält an, gerade in Deutschland, und mündet in Misstrauen gegen Schengen. Zitat Ende. Hier zeigte sich besonders eindrücklich das von Andreas Wirsching bezeichnete Verunsicherungspotenzial, welches das Ende des Kalten Krieges aus westeuropäischer Sicht in sich trug. Dieses traf auf Fluchtbewegungen im Kontext der Balkankriege, auf Debatten um eine Asylrechtsreform in Deutschland und Frankreich, sowie auf eine zunehmende Gewalt gegen Ausländer und Asylbewerber. Dieser historische Kontext rückte auch wiederum Migrationsfragen hinsichtlich des Schengener Abkommens weiter in den Vordergrund.
Über 5 Jahre zog sich daher mit der Begründung sicherheits- und migrationsbezogener Bedenken die Umsetzung des Schengener Abkommens hin. Auch 1995, als die Grenzkontrollen zwischen 7 Staaten schließlich abgebaut wurden, waren in Westeuropa die Ängste vor einer Masseneinwanderung aus dem Osten weiterhin präsent. Auch für nachfolgende Hinauszögerungen beim Grenzkontrollabbau blieben Migrationsthemen der zentrale Legitimationsgrund, etwa bezüglich der Aufnahme oder verspäteten Umsetzung Schengens in Italien oder auch in Griechenland. Die problematisierende Bedeutung, die dem Schengener Abkommen nun zukam, im Gegensatz zu der eher positiven, euphorischen Bedeutung in den 1980er Jahren, sollte sich in der öffentlichen Diskussion bis über die Schengener Osterweiterung 2007 halten. Doch zurück zu den 90er Jahren. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs verlor die lange währende Zweiteilung Europas nicht sofort ihre Bedeutung. Stattdessen zeigte sich die Beständigkeit der bestehenden Raumwahrnehmungen. Dafür möchte ich im Folgenden besonders 2 Beispiele hervorheben, um das zu verdeutlichen. Erstens die Etablierung des Abkommens, wie hier gezeigt 1995, sowie die Osterweiterung des Schengen-Raums 2007. Beide Ereignisse wiesen in ihrer zeitgenössischen Wahrnehmung starke Bezüge zum Bild des zweigeteilten Europas auf. Die erste Umsetzung des Schengener Abkommens möchte ich gerne aus der östlichen Außenperspektive veranschaulichen. Denn während in Deutschland und Frankreich die Angst vor Zuwanderung über die nun offenen Grenzen präsent waren, hatte die polnische Bevölkerung erst seit kurzem die lange verwehrte Reisefreiheit nach Westen erhalten. Zu Beginn der 1990er Jahre hatte Polen für seine Bürgerinnen und Bürger sogar den visafreien Reiseverkehr in die Schengen-Staaten erreicht. Die Aufregung in der polnischen Öffentlichkeit überraschte also nicht, als nun 1995 entlang der Oder-Neiße-Linie die Schengener Außengrenze errichtet wurde, hier deutlich sichtbar, also gelb markiert. Viele Polinnen und Polen äußerten sich verärgert über die nun wieder verschärften Kontrollen, sichtbar durch getrennte Wartespuren, wie etwa auf diesem Bild aus der Gazeta Wyborcza aus dem Jahr 1995 an den deutsch-polnischen Grenzübergängen, an denen eben EU-Bürger und Nicht-EU-Bürger getrennt warten sollten. Polinnen und Polen stellten sich die Frage, ob sie denn im Westen überhaupt als gleichwertige Europäerinnen und Europäer anerkannt würden oder ob nicht gar ein neuer eiserner Vorhang, so häufig so benannt, entlang der polnischen Westgrenze aufzöge. Aus östlicher Nachbarperspektive stand die Etablierung des Schengen-Raums also für eine erneute Distanzierung zwischen West und Ost. Diese Perspektive fand in Frankreich und Deutschland jedoch keine Aufmerksamkeit, zumindest nicht in den von mir untersuchten Printmedien. Hier feierte man, noch ganz in den Raumvorstellungen des Kalten Krieges, dass nun endlich, Zitat, ganz Europa ohne Grenzkontrollen sei. Wie selbstverständlich gehörten hierzu nun auch die neuen Bundesländer des vereinten Deutschlands. In dieser Wahrnehmung lag die Grenze Europas nun am östlichen Rand der Bundesrepublik. Sorgen vor einer unkontrollierten Zuwanderung legitimierten in den Folgejahren überdies zahlreiche Ersatzkontrollen, die den meisten von Ihnen bekannt sind, die sogenannten Ausgleichsmaßnahmen. Dazu gehörten vor allem gemeinsame Kontrollen durch eine grenzübergreifende polizeiliche Zusammenarbeit, Datenbanken wie das Schengener Informationssystem, mobile Kontrollen im Grenzgebiet, aber auch über die nationalen Grenzen hinaus, weiterhin die Angleichung der nationalen Gesetzgebung, die sogenannte Harmonisierung, vor allem bei der Asyl- und der Visapolitik, sowie die Sicherungsmaßnahmen entlang der Schengener Außengrenze, darunter die Gründung der EU-Grenzschutzagentur Frontex, aber auch die Schaffung von sogenannten Pufferzonen, beispielsweise durch Rückübernahmeabkommen mit Drittstaaten. Parallel wurde Schengen zudem in den EU-Besitzstand aufgenommen, mit dem Amsterdamer Vertrag aufgenommen. Nachfolgende Schengener Erweiterungsschritte dienten jedoch nicht einer Annäherung Gesamteuropas, sondern verstärkten weiterhin eher wieder die Ost-West-Spaltung des Kontinents. Um das zu verdeutlichen, möchte ich Ihnen 2 Karten gegenüberstellen. Zwischen 2001 und 2007 lag die östliche Außengrenze des Schengen-Raums bis auf die deutsche Grenze exakt entlang der des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Diese schwierige Lage verstärkte in den Staaten Ostmitteleuropas den Wunsch, möglichst schnell Mitglied der EU und des Schengen-Raums zu werden.
Mit oder vielleicht auch durch diesen Prozess gewannen auch dort Migrationsthemen an Bedeutung. Denn obwohl Polen so gut wie keine Einwanderung vorzuweisen hatte, brachte die Anpassung an die EU-Normen auch eine Verschärfung der Grenzkontrollen mit sich. Damit einher entwickelten sich auch Ängste, zumindest im öffentlichen Diskurs, vor einer sogenannten illegalen Migration, wie sie in Frankreich und Deutschland bereits präsent waren. Also hier wäre auch die Frage nach einem diskursiven Import von Bildern, die in Westeuropa bereits präsent waren, in den Osten zu stellen. Gleichzeitig musste Polen Abgrenzungsmaßnahmen zu seinen östlichen Nachbarn ergreifen, um Teil des grenzenlosen Europas werden zu dürfen. Seit 2003 mussten Staatsbürgerinnen und Staatsbürger der Ukraine, Russlands und Weißrusslands wieder kostenpflichtige Visa beantragen, um nach Polen einreisen zu dürfen. Proteste in Medien, Politik und in der Bevölkerung stellten sich gegen diese Grenz- und Visapolitik, denn sie erschwerte zum einen die persönlichen Kontakte über die Grenze hinaus, zum anderen behinderte sie auch den wichtigen Grenzhandel im ansonsten strukturschwachen Ostpolen. In Teilen war dieser Protest auch tatsächlich erfolgreich. Dennoch bedienten anlässlich der Schengener Osterweiterung 2007 nun die östlichen Nachbarn Polens die Metapher des zweigeteilten Europas, die Abgrenzung nach Osten stelle einen neuen eisernen Vorhang oder mit Blick auf die Visapolitik einen papiernen Vorhang dar. Ich komme nun zum Fazit mit kurzen zusammenfassenden Thesen. Erstens, für die Gründungsphase des Schengener Abkommens lässt sich festhalten, Schengen war keine Reaktion auf das Ende des Kalten Krieges, sondern ein Projekt des alten Europa. Es erfuhr aber durch das Ende des Kalten Krieges einen fundamentalen Bedeutungswandel, nämlich von einem innerwestlichen Projekt der europäischen Annäherung und der Handelserleichterung hin zu einem Grenzregime von gesamteuropäischer oder sogar globaler Bedeutung, das mit den migrationsbezogenen Herausforderungen der Zeit nach dem Kalten Krieg umzugehen hatte. Zweitens, der Fall des Eisernen Vorhangs im Zusammenspiel mit dem Schengen-Prozess führte zu Verunsicherungen, die sich besonders stark gegen tatsächliche oder mögliche Migrationsbewegungen richteten. Mit Verweis auf diese Verunsicherungen konnten zahlreiche neue Kontrollformen in Europa legitimiert werden. Drittens, der Schengen-Prozess hat zunächst nicht zum Zusammenwachsen, sondern zur Beständigkeit der Ost-West-Teilung in Europa nach 1989 hinaus oder darüber hinaus beigetragen. Die Geschichte des Schengen-Raums ist somit auch eine Geschichte vom Schatten des langen Schatten des Kalten Krieges. Und hier könnte man jetzt diskutieren, ob in den letzten 2-3 Jahren diese Zweiteilung sich nochmal anders manifestiert hat durch den Streit um den Verteilungsschlüssel und die Aufnahme von Flüchtlingen in der Europäischen Union. Viertens, der Schengen-Prozess hat zu einer geteilten Wahrnehmung von Grenzen in Europa geführt. Feste Grenzen nach außen und das Bild der Grenzenlosigkeit nach innen. Je nach Perspektive bedient Schengen somit sowohl das europäische Freiheitsnarrativ oder auch ein Bedrohungsnarrativ, also innen frei, von außen bedroht sozusagen. Dabei änderte sich aber im Laufe der Zeit die Vorstellung darüber, was innen und was außen sei. Sowohl die Vorstellungen einer europäischen Identität als auch die von einem Außereuropa waren und sind einem stetigen historischen Wandel unterworfen. Und das wird eben in diesen Erweiterungsschritten des Schengen-Prozesses besonders deutlich. Gerade in der Geschichte von Grenzziehungen, Grenzkontrollen und Grenzüberschreitungen ist es also unerlässlich, verschiedene Perspektiven sowie die historische Wandelbarkeit zu berücksichtigen. Denn Grenzen sind nie ein einseitiges und auch nie ein statisches Phänomen. Grenzen sind stattdessen ein sich stetig wandelnder Ausdruck von Abgrenzungs-, von Sicherheits- und Kontrollbedürfnissen. Der Schengen-Prozess zeigt, dass über europäische Grenzfragen weder Klarheit noch Eindeutigkeit herrschte, sondern dass sie immer wieder Gegenstand kontroverser Verhandlungen waren und auch heute noch sind. Und damit möchte ich schließen und mich herzlich bedanken. Thank you, Angela, for this short history and retrospective of our European borders. Now I will present very briefly Basha Haida, who is a philosopher and a professor in the American University of Beirut. And his presentation, A View from Outside in the Lebanese princess. Thank you very much. Thank you. Thanks.
I'd like to start by thanking the institution that are hosting this event, as well as the organizers, my friend Marion Frank, and also Henrika for her extreme help and support. Is that working? Fine? Yes. Okay. Yes, I'm an outsider in many ways. I'm not a historian. I'm not European. I'm not a refugee. I'm even an outsider to the panel itself, in the sense I will be talking about a different perspective. However, I have some experience, of course, as we all do in this globe with this, and me as a Lebanese as well, given that, as you all know, Lebanon hosts more or around 1.5 million Syrian refugees now, in a country of also 5.5 million inhabitants. So it's probably the highest income, highest refugee per capita in the world now. Of course, you add to them also the Palestinian refugees who were there since 48 and 67. So it's the prime country of refugees. So in that sense, I'm not an outsider to the refugee scene. And maybe I would like to draw some comparisons. Maybe the differences are stark between Lebanon as a hosting country, which, by the way, is a great achievement for Lebanon, from turning from a civil war country to a refugee, to a refuge, place of refuge. I don't know whether we can praise the Lebanese for any achievements, but that would be an achievement, to turn yourself from a expelling place to a welcoming place. So I want to draw some comparisons between the Lebanese experience and the German one. I assume that my knowledge of the Lebanese one is more accurate than the German one. I expect a lot of corrections on the part of the audience and the people here when I make my remarks about the German scene. But let me try and see if I can succeed in maybe as an outsider pointing things out that perhaps could be true. But let me start with the Lebanese situation. And of course, the Lebanon hosts this big number. And Lebanon is a country which is not doing economically well by any standards. It's in trouble. Politically, it's in trouble. They have been, the last several months trying to come up with electoral law, and they can't. And there is a possibility there'll be a kind of power vacuum soon if they don't agree on an electoral law for the next elections. The current parliament has been extended for more than 2 years because they could not find agreement on electoral law. So you have a huge number of refugees in a country that is in deep trouble in that sense. In that way, one could say, well, maybe Lebanese can boast about their virtues of welcoming people, even under stress. So one could wonder, what's the big fuss then in Germany and in Europe about receiving so many few people? Even in Germany, the standards, the percentages are very low, let alone for other European countries, we receive actually very tiny number of people. So why is this a big fuss? Although I think that the big fuss might not be bad overall, because as many people have mentioned here, this is a kind of not only attempt to save people from humanitarian crisis, but also a self-reflection process. And maybe this was a needed self-reflection process, because Europe is going through a crisis that the refugee play a role in, but not the only element of the crisis. So maybe the refugee add to this attempt or to this push for self-reflection. But still, one would wonder, why the big fuss? If a country like Lebanon can host 1.5 million in a bad economy, why would Germany chalk up with a million even in that sense? But the picture is not as rosy in Lebanon as one would probably imagine from my remarks. It's pretty terrible even for refugees. And if you ask any refugee in Lebanon, especially poor ones, and most of them are poor, would you prefer to go to Germany or to Europe than stay in Lebanon? They will jump on the opportunity. They will take some considerable risks and expense to do so. So yes, there is something working there, but only in an extent and in a sense. So what is working, what's not working? First of all, the Syrian refugees in Lebanon have no political protection, very, very scarce legal protection. They don't have even a legal status in the country. They are discriminated against
abused, used as super cheap labor with no rights and protections. So in that sense, it's not a happy existence in Lebanon. But despite this type, this kind of discrimination or this abuse, they are, I don't like to use the word integrated because I agree with the keynote's lecture yesterday. It's a very ambiguous word. But let me use it with a big grain of salt. In some sense, the Syrians there are well integrated, even when they are being discriminated against by other communities in Lebanon, they're integrated in a system that practices communal mistrust and sectarianism against each other. So they're not outsiders to that kind of discrimination. It is part of the Lebanese scene anyway. So yes, they might be the lowest in a sectarian pecking order or an ethnic pecking order, so they get more abused than others. But everybody there is mistrust, or not everybody, at least communities have a great mistrust against each other. And there is some pecking order. Some communities feel stronger than others. Some of them have arms, organized militias that protect them. Some don't. Some have semi-protection. Some have full protection. So there is this kind of hierarchy of orders, and the Syrian refugees, they are, one would say them, they are the last among equals in some sense. They're not really equals, but they are the last in that place. So they're not perceived as outsiders to a homogeneous society. They are perceived as a new element to already fragmented and shattered society in that sense, with a lot of stereotypes. Not the stereotypes. The stereotyping is not only target against the Syrians, but also they target each other, the communities in Lebanon. So in that sense, they feel at home in that type of discrimination. If one can ever feel at home in any kind of discrimination. So this is one level of integration in the system, that the abuse is not only against them as outsiders. The second one, of course, is the more familiar one, is the kind of the integration, the level of practices and values. So the Syrian refugee doesn't feel that has to accommodate, understand, nor do the Lebanese feel that they have accommodate, understand the different values coming with the refugees. Of course, there are different values and social practices in Lebanon, but the same is true about the refugees themselves, but for almost with some variations, of course, for every social economic class with the Syrian refugees, there is a corresponding social economic class among the Lebanese that share almost exactly, if not exactly, similar set of values. So in that sense, the issue of integration is not a problem. Again, I'm using integration also the problem with Lebanon is mainly that these refugees will never get their legal and political status settled in Lebanon. That's not only true of them, that's also true of the Palestinian refugees. There's about 300,000, more or less, Palestinian refugees, and they've been there, many of them, since the 48. They have no political status. They have no even civil rights for working and for representation at the local level. And if the Syrians stay there, probably it will be difficult not to treat them the same way as the Palestinians, given the expectations. Although it will be a bigger problem than the Palestinian one in terms of the balance in Lebanon. So what is the problem? If the Lebanese decide to give the Syrian tomorrow full legal and political rights, I think this will not create any problem in terms of integration. It will, however, and this is why they don't, it will perceived as creating imbalance inside the communities in Lebanon. The Lebanese in general will perceive this as an empowerment of Sunni Muslims against others, because the majority of Syrian refugees are Sunni Muslims, and if you really give them political rights and legal rights, then they will overbalance the other communities. And that's the major resistance. And that makes them actually, in some sense, allies to particular parts of the communities in that sense. So it's really, that's not an easy hurdle, of course, in a delicate balance in Lebanon, but that the only problem is this integration is a political one. I think that the picture, and now I want to venture into a territory that I'm not familiar with,
a German territory. I think the picture here is a bit different. It's the opposite, almost the opposite. The problem is not giving them political rights and legal protection, all of that. I think that people are willing to do. The fear is integration. In Lebanon, the fear is not integration, the fear is political participation. Here, actually, they would welcome political participation. The fear is that this will not happen at the background of integration. So in Germany, it's the opposite. And maybe that creates a different dynamic. But since we're talking about that, I was wondering, what is it that now we come back to the question of integration in Germany and in Europe, since as an outsider would look at, why is this big fuss? What's the big fuss of integration? What would be, as somebody asked yesterday, what would be the model of what would be an ideal immigrant society? What are we looking for so that we can judge success and lack of success? So how would we assess this process by looking at previous examples of success and failure and see, okay, how should we avoid past failures? And I think many people here working on refugees, now with the Syrian refugee, let's take an opportunity and assess. And by the way, maybe I should mention one thing before I get into that. I mean, when in the beginning of the Syrian revolution, and now it's called crisis, the many of the Syrians came to Lebanon first. And as people in Lebanon, different social strata, me as an academic and you know, somebody who's engaged in public discussions and debates, also other people, artists, writers, they found the Syrian influx, the lava, into Lebanon as a kind of a breeze of fresh air. Despite all the complaints about, we have more beggars now in the streets and people compete for jobs and the taxi drivers complaining about there are Syrian taxi drivers now who don't know the roads and are taking over and they're making a mess. There was a sense of a huge breeze of intellectual, artistic vibrancy invading the country. Now it's residing because most of them are leaving to Berlin and to Germany and to other places as well. And I think we found a way. There is a sense now of a kind of abandoned space, intellectual space in Lebanon as a result of those leaving. And I think the problem is that they would have integrated well in Lebanon had it been only for the legal hurdle of staying there. They were not allowed to stay there and practice what they want to practice. In Germany and Europe, it will be the different problem, is that they will be allowed to stay, but they will feel disintegrated, and they will probably leave to the closest place they can feel more integrated in. And I was arguing last time in a conference here in Berlin that it would be a loss if that component of the refugees don't find a comfortable, a strong foot in Germany, and there are many hurdles. One of them, of course, is linguistic. But again, so back to the German experience with refugees. So what would be an ideal refugee here? And maybe one can look at the Turkish communities, Turkish refugees, as an example of, is that a success story? And from talking to German friends, intellectuals, I didn't have the perception that they are a success story. The perception is not it's a success. And I wonder why. It struck me as odd that the Turkish community is not a success story. Well, on many levels, they tick the right boxes. They are law-abiding citizens in general. They participate in the economy vibrantly, some levels more than others, but they are a hard-working people, of course. They also politically vote for the usual spectrum of political parties. They don't have a specific political Turkish or Muslim party that they vote for. So they are part of the political level, they are part of the political scene. So what do you want? So they law-abiding, they work, they participate in the political life the way other Germans. Not only that, they achieve a kind of a remarkable deed, which is, despite the rise of terrorism that's linked to Islam,
which is, you know, the most prominent one, which makes people really be tempted under stress to join that trend in some way. Even non-Muslims feel this, the kind of the temptation under times of stress to join. Hence the slogan about like, it's the not the radicalization of Islam, it's the Islamization of radicalism. So if you are a Muslim in Germany, the temptation to for some to be sympathetic and even participate in that is very high. Yet despite that, I think there's hardly any involvement in Turkish immigrants in terrorist activities, neither in Germany nor outside Germany. And very few actually inside Turkey as well, and outside, in the sense that there are people who are, you know, their names appear in connection with terrorist attacks. So huge resilience to being part of that trend, despite the identity temptations to join. So in that sense, it is a model of success in some in many ways. Yet it's never highlighted in the German perception as a huge success. And one would wonder why. Are the Germans putting such a high standard for success and integration that they are doomed to failure? Of course, maybe the Lebanese have such low standard of success that they are doomed to success, no matter how abusive the system is. But the Germans have, no matter how good the system is, they have doomed themselves to failure by putting such high standards of success. And one would wonder why. Why is the Turkish, of course, I didn't mention even the culinary contribution to the German, you know, which saves me sometimes when I come as a visitor, and probably saves many Germans as well. But why wouldn't the Turkish experiment be a success? And if it's highlighted as a success, not only it would probably help integration and whatever integration, but it would also help realize that this is a fake crisis in some way. I said it's a good fake crisis in the sense it allows people to talk about these things, including, you know, looking at the past and reassessing it. But I wonder why would it not be seen as a great success, as a model of if the demand is complete assimilation in the sense that you don't distinguish them from the rest, that would be probably too much. But maybe there is something worth complaining about, the Turkish experiments here. Maybe there is something worth. And it's more worth complaining about by those people who tend to be the most welcoming ones. It's the clash of values where values matter, not the clash of values on the surface, on the practices and social conventions. It's not about wearing a headscarf or not. It's actually about more fundamental things that you might feel like, no, I'm not happy with the Turkish experiment. Why? Probably you would say, no, I'm happy with it. But somebody might say, but I'm not the one to be happy or unhappy with it after all. One might say there might be clash of values at things that matter. For example, the level of treatment of women. Misogynic tendencies and homophobic tendencies might be higher than other places among the Turkish community. Of course, clash of values don't exist only between communities. It exists within the same community. I'm sure there are clash of values on these particular matters of the role of women and the status of and the rights of gays and lesbians and others within the German society. But for some reason, when the clash of values operate within an identity sphere, it takes a different dimension. My values in Lebanon clash with most of my family members and my villagers. I think if I sit around a gathering in my village where I come from in Lebanon and ask about, do you think that, you know, women should have equal rights, or that, you know, there's nothing wrong with being gay or lesbian, you know, I will be basically attacked by 99% of the people around. And the odd one will be with me because not interested, really, rather than having strong views. So let's just let the guy say what he wants to say, you know. So in that sense, there is a clash. But that clash never translates into an integration problem. It's not like I'm not integrated with the rest of my families. You know, I still see them as they are. I still hate the way they are, and I still want them to change. But
It's not a level of integrity. But this clash of values, operative identities, it becomes something different. It becomes essentialized, and then it becomes, unfortunately, a matter of identity. So these values translate from a position regarding these things which might change. After all, attitudes to gays and lesbians in this part of the world has not been like that in the 60s, 50s, 70s. So this is something. But once it crystallizes as an identity icon, that we identify ourselves against those who are mistreating us or at least not treating us equally by those values, then it is these values that actually make us who we are. And that's we have to stick to them. But still, it will be also disingenuous for welcoming people not to say that these values are, just to use the colonial world, backward values. We don't use them against people from the same community. We don't use the word backward. We say racist, stuff like that. But for other communities, we say these are backward values. Maybe backward is better in the sense that, you know, it just takes time to solve it. With the racist one, it's not a matter of time. You have to change the person. But still, even among the most open-minded people towards refugees, they still are afraid to use the word backward because they want to be respectful. At the same time, they realize these values are wrong. So, and there's a dilemma in general, how to deal with these values. And one if wants to be practical, pragmatic a bit, and realize the successes are much more than the failures. These tiny differences, especially the influence they have on the political legal order of the country is non-existent. So maybe this is part of the good news. One can be more tolerant, I think. Not because one agrees with the values, but one doesn't want these values to become identities. And pushing them too much might become an identity issue. And I think the fact that there is this kind of overall success that is not celebrated enough in this country, there is a sense of failure. And by the way, there's also a difference which might come to comparison between the Turkish community and the Syrian refugees. Maybe I shouldn't make this comparison in a sense because I'm as if I'm praising the Syrian refugees over the Turkish refugee. But I've already praised the Turkish refugee enough, I think, to allow myself this. The Syrian immigration is not an economic one for sure. It does involve a lot of poor people coming, but they're not coming here because they are poor. Which means that a lot of also well-educated people, artists, writers, musicians, academics, are coming to this country. And this is also an opportunity for even better story of success. Because now you are able to have a segment of society that has a voice, that can express itself, and there can be actually a link between the bigger community or the bigger German society and the refugee society. And my fear is that the voices of that lava is going to not linger a lot in Germany for different reasons why it did not linger a lot in Beirut. They didn't stay in Beirut because they couldn't even have the right papers. They have to leave. They couldn't. Because they wanted to work, these people. They're not going to work in the black market and being underpaid or that. My fear is that in Germany, all those voices of the community will leave because of lack of integration, not at the level of values. In fact, these have the similar values, but they will leave because you're unable to produce in their professions, artistic otherwise, in a country that has some natural hurdles, like as language, which I think should be reduced in academia and in the world outside, but also all kinds of other types of hurdles. And I think to make the Syrian experience even a better success than the Turkish one, some attention should be given to the voices that are already here. Among the Syrian community, and some of them my friends, I saw some of them yesterday, and I meet a lot when I come here, and I always fear that they would leave somewhere soon because of the integration problem. So to end this, I think
The issue of borders is important, but I don't think much can be done. And I agree with the keynote speaker yesterday that there is nothing much can be done in changing the regime. I think more can be done in reflecting on the way we assess the experiments with the refugees in the past and the present. Yes, there is the option of no borders at all, at one extreme end of the spectrum, and there is North Korea at the other extreme end of the spectrum. You can go in or out. And between them, there's a lot of possible levels of porous or less porous borders. I think the challenge is internal rather than with the borders. The borders become a challenge only when the internal one is not dealt with. And I think there is a lot of room to be done in that respect. Thank you very much. Thanks. Thank you. Thank you, Bashar, for this fresh breeze you gave us with all these reflections. And now we have a challenge with the time. I have to ask to the organizer whether we have, because I think it was to... But we have 15 minutes. 15 minutes, that's great. So I would like now to open the discussion to the floor. So my name is Felicitas Hillmann. I work at the Leibniz Institute for Research on Society in Space. And thank you for your presentations. I wonder about the term migration regimes you use. I understood this is some sort of political and legal regulation. So what makes it attractive for you to speak about regimes and not on regulations? Because we saw the Schengen and your UN nations, United Nations systems. So I want you to elaborate on that. What makes the term of regimes better than regulations in that moment? And thank you for your talk about the values and migration. And I wondered, you came up with the gay and lesbian communities, the voices, which I liked a lot. What about the voices of the female migrants, so the refugees within your country? There was not so many words about that. So please, could you elaborate on that situation also? Can we continue with questions, or you want to answer? Yeah. Okay, thank you very much. Thank you, Bashar, for your intervention. As a German who has migrated a lot in the world, I would like to state that I dare to say the DNA of Germans is comprised of looking at things in a very critical way. In that respect, I would like to find out from researchers what is being done to underline positive experiences that we have had with past migration, illegal migrants, refugees, and others into the EU, but specifically into Germany. Thank you. Yeah. I was struck by the periodization and the perception of spatial orders you presented this morning, and I have two questions. About the date, can we say that the break with the refugee protection in Europe started with 2015 or later? Or don't we have to say that this was already the case in the time before? Because as was mentioned this morning, the migration and refugee crisis before was always defined as a special national problem of the Mediterranean states within Europe. So you were speaking about this east-west conflict line in Europe. Don't we have a very massive different conflict line in Europe between Mediterranean and Central Europe? Could you please comment about this and also about why are we speaking in Germany so much about migration and refugees since 2015, and we did not speak so much before. Thank you. Funktioniert das? Ja. Okay. Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich würde sagen, die
Also natürlich beginnt diese Diskussion um die Flüchtlingskrise in oder um Flüchtlinge, Flucht und Asyl nicht 2015 in Europa. Was ich mir angeschaut habe, der Hintergrund waren die Wahrnehmungen hauptsächlich in den west- und mittelosteuropäischen Gesellschaften. Deshalb spielt diese Südgrenze oder die Wahrnehmung, Verantwortung der südeuropäischen Staaten nur eine indirekte Rolle in meinen Untersuchungen. Aber trotzdem ist es so, dass natürlich der Fokus in diesen Staaten, also in Frankreich, noch mehr in Deutschland und auch in Polen, in meinen Beispielländern, auf der sozusagen Feststellung der Verantwortlichkeit der südeuropäischen Randstaaten lag im Umgang mit der Aufnahme der Flüchtlinge oder Flüchtenden, aus die über diese Südgrenzen nach Europa kamen. Sozusagen eine Externalisierung der Verantwortlichkeit, die ja schon in Schengen 1990 festgeschrieben wurde mit der Verantwortlichkeit der Aufnahme des ersten Landes und die dann in Dublin fortgeführt oder erweitert wurde und die zum Beispiel, sagen wir mal, eine große Rolle spielte in der Positionierung der westeuropäischen Staaten gegenüber der Aufnahmebereitschaft der südeuropäischen Länder in den Schengen-Raum, also die Hinauszögerung, warum Italien noch nicht Mitglied des Schengen-Raums werden darf und erst 1997, 98 wurde oder Griechenland erst 2000, wurde immer begründet mit den Zweifeln an der Effizienz, an der Professionalität, an der Wirksamkeit der Grenzkontrollen dieser Länder nach Süden und damit sozusagen der eigenen Grenzkontrollen. Selbst gegenüber Österreich wurde das auch so bezweifelt, aber eben nach Osten gerichtet, auch von Frankreich zum Beispiel, wurden solche Zweifel auch an die Bundesrepublik herangetragen, ob die Ostgrenze gesichert werden könnte. Aber die Wahrnehmung, und ich glaube, das haben wir heute Morgen schon mal kurz gehört, die Wahrnehmung, dass ja die Flüchtenden irgendwie auch was mit dem eigenen Land zu tun haben, ist eben verstärkt worden durch den verstärkten Zuzug oder die Aufnahme von Flüchtenden seit 2015 und der Erkenntnis, dass es vielleicht eben doch ein gemeinsames europäisches Problem ist. Und ich würde hier gerne als ein Beispiel, wie sich solche Wahrnehmungen eben auch verändern im Laufe der Zeit, nur ganz kurz benennen, den Solidaritätsbegriff in diesem Kontext, der ja eine große Rolle in der Diskussion gespielt hat in den letzten Jahren, der im Schengener Kontext, in der Gründungsphase von Schengen, eigentlich nur eine Rolle gespielt hat in Bezug auf die Solidarität der europäischen Völker untereinander, also im Sinne einer Aussöhnung. Das hat sich geändert im Laufe der 90er Jahre, also in den nachfolgenden Abkommen, Formulierungen, ging es zunehmend dann um die Solidarität der Staaten untereinander, anstatt der Völker untereinander, bis hin eben zu der heutigen Definition, die auch sehr stark ja von Angela Merkel geprägt wurde, der europäischen Solidarität im Sinne einer gleichwertigen Lastenverteilung bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Also das ist ein ganz starker begrifflicher Wandel, der sich da vollzieht und der sich in Bezug auf viele Migrationsformen oder überhaupt auf Begriffe, die sich mit Migration beschäftigen, übertragen ließe. Ein anderes Beispiel ist der Begriff der Mobilität für innereuropäische Migration und der Begriff der Zuwanderung oder Einwanderung für außereuropäische Migration. Also auch eine begriffliche Trennung, die ja natürlich auch eine Wertung mit impliziert. Ja, vielen Dank für die Fragen. Die Frage des Regimebegriffs und warum ich Regulation, da wäre Frank Wolf der viel bessere Ansprechpartner, der nämlich genau dazu arbeitet, diesen Begriff einzuführen. Was ich vielleicht dazu sagen würde, ist, dass der Unterschied eben die Aushandlungsmöglichkeit des Regimes ist. Dass es also nicht darum geht, dass mit dem Regime eine bestimmte Regel gemeint ist, Regulatoren, sondern eine Aushandlungsmöglichkeit von verschiedenen Institutionen, Akteuren, die auch Migranten und Flüchtlinge unter Umständen mit einschließt. Die positiven Erfahrungen mit Migration und Flucht, das ist immer ein bisschen schwierig, weil das retrospektiv können einem viele Beispiele einfallen. Harald Welzer meinte mal, Integration funktioniert dann, wenn man sie nicht mehr bemerkt. Und das ist dann sozusagen vielleicht ein positives Merkmal davon. Sobald man aber historisch sich das genauer anschaut, bemerkt man, dass die gleichen Probleme immer überall existiert haben, egal in welche Periode man schaut. Ich denke sozusagen von der Rückschau
gilt eben immer die Einwanderung der Heimatvertriebenen als jetzt inzwischen ein positives Beispiel, dass man immer wieder sagt, also man hat das jetzt bei der syrischen Einwanderung bemerkt, ja, wir müssen sozusagen zurückdenken an auch die Einwanderung der Heimatvertriebenen. Wir hatten gehört, das war auch ein Beispiel für die Ankunft vietnamesischer Flüchtlinge. Aber wenn man sich das genau anschaut, gab es damals genau die gleichen Debatten wie heute. Deswegen ist immer die Frage, was ist denn ein positives Beispiel? Ich denke sozusagen, dass lässt sich sozusagen bestimmte Erfahrungen, Einwanderungserfahrungen auch wieder zu positiven Beispielen werden können. Ich bin mir zum Beispiel bei der türkischen Einwanderung nicht so sicher, ob man das wirklich sozusagen davon reden kann, dass es da nicht funktioniert hätte. Ich glaube, da sind wir momentan sozusagen an einem Punkt, wo wir eigentlich sagen können, dass es ist sozusagen eigentlich genauso auch ein positives Beispiel geworden, an dem man sich auch orientieren kann. Sicherlich auch unter Berücksichtigung der vielen Probleme, die es gegeben hat auf dem Weg dahin. 2015, warum ist das der Moment für die Flüchtlingskrise? Es ist sicherlich nicht so, dass es vorher keine Probleme gegeben hätte vor 2015. Gerade die EU als ein flüchtlingspolitische Institution hat in sich oder trägt in sich eigentlich einen ganz inhärenten Konflikt, nämlich zwischen der Souveränität der EU, das Flüchtlingsrecht setzt, und den Mitgliedstaaten, die eigentlich souveränen Staaten sind, die Flüchtlingsschutz gewähren können. Und dieser Widerspruch ist lange Zeit einfach übertüncht worden. Zum Teil deshalb, weil es relativ wenig Einwanderungs- oder Flüchtlingseinwanderung gab, zum anderen aber auch durch bestimmte Machtverhältnisse, die davon profitieren konnten, davon, wie es geregelt war. Und diese Konflikte, diese unterliegenden Konflikte in der EU-Flüchtlingspolitik, die sind 2015 aufgebrochen und die haben dazu geführt, dass so etwas wie eine Krise erschienen ist, also eine politische Krise. Und die letztlich dazu führt, dass wir jetzt nochmal neu darüber nachdenken müssen, wie dieser Konflikt, dieser inhärente Konflikt vielleicht neu gestaltet werden kann. Das Problem, was ich sehe in der EU-Politik, ist, dass dieser Konflikt halt nicht tatsächlich angegangen wird, sondern dass versucht wird, wieder eine Politik zu finden, die diese Widersprüchlichkeit weiter fortträgt und dass dann ähnliche Krisen wieder aufbrechen werden. Wie man das vielleicht sozusagen neu regeln kann, ich glaube, das muss nochmal intensiv diskutiert werden. Zivilgesellschaft, europäische Zivilgesellschaft wären so Stichworte, wo ich denke, das wären Ansätze dafür. Und ich denke auch nicht sozusagen, dass wir erst seit 2015 über Flucht und Migration reden, aber sicherlich sozusagen war das ein Signal dafür, dass wir sehr viel mehr darüber reden sollten. Thank you for the questions. I think I did mention briefly maybe the status of women as part, and I think actually it's more important and significant. I think unless there is a change in the way these communities or individuals even see the status of women, they will not be able even to be tolerant to gays and lesbians. I think it passes through a changed perception to women's status and sexuality for in that sense, women that you can go through even. So I'm totally with that. Now, how you deal with that in the communities? Is probably you have to be patient in that sense, not necessarily accept the values and not treat them as in that way as problematic communities, since they are not really endangering the general perception of status of women. It is a problem, but one has to look at the successes at the bigger picture and see the successes, and rather than make a fuss out of the problem, so that makes the whole project a failed one. And I think brings me to the second question about the Germans complaining. And I think, you know, people have this, you know, like praised the Germans, you know, they have this reputation being perfectionist. Of course, being perfectionist, as we all know, is not always perfect. If you take people in a relationship, if they keep on focusing on the things that don't work, this is a doomed relationship. And then they seek therapy, and the therapist will tell them, look how many good things are in your life. This is probably, you have more stakes in this, and you are just focusing on the things that don't work. But relationships do fail, and people do get separated as a result of focusing on the things that don't work. I know it from myself. I'm perfectionist about relationships, and I think I should seek a therapist. If you do that in the context of refugees, as I say with the Turkish experiment here, you are unable to assimilate new refugees, and you are not able to deal with the ones you have. And you have a great success story
in my opinion, with the Turkish community. And you're not appreciating it. That's part of my thing. Thank you. I think we have time for two very short questions and two very short answers. Frau Hartmann, you're first, and I have another question here, if you have one. Kurz, und zwar, ja, die erstaunlicherweise haben wir nicht viel gesprochen über die EU-Politik und deren Veränderung im Jahr 99, respektive davor, durch Tampere, nämlich die gemeinsame Asyl- und Immigrationspolitik. Das war natürlich nur eine Änderung von Gesetzen, respektive von Verträgen. Erst wenn die Menschen wirklich ankommen, wird es zum Thema. Es war aber eine entscheidende Änderung in Sachen Transfer von nationaler Souveränität an die europäische, auf die europäische Ebene. Danke. Das. Ja, okay, sorry. Ja, das war sicherlich sozusagen ein ganz wichtiger politischer Wandel, dieser Transfer, der meines Erachtens auch eben viele dieser Probleme vorbereitet hat, die wir jetzt heute sehen, weil dieser Transfer eben nur ein partieller ist und sozusagen die Gesetzgebung auf die EU-Ebene verlagert wurde, aber eben nicht die Möglichkeit, selber Schutz zu gewähren. Und ich glaube, da sozusagen ist, das war sicherlich ein wichtiger Schritt. Aber was daran nicht geändert wurde, ist eben die grundsätzliche Vorstellung davon, dass man zwar einen sicheren Raum innerhalb sich schafft, aber das unter der Voraussetzung, dass es eben so etwas wie eine sichere Außengrenze gibt, die den Zugang zu dem Schutz verhindern kann. Und das ist, glaube ich, sozusagen relativ typisch für das, was in den 90er Jahren geschehen ist, eben die durchaus Stärkung eines inneren Schutzsystems durch die starke Abgrenzung und den Ausschluss an der Außengrenze. Man sieht das zum Beispiel auch in der Asylrechtsänderung in Deutschland, die ja nicht eben dadurch zustande kam, dass das Asylrecht im Grundgesetz abgeschafft wurde, sondern dass der Zugang dazu verhindert wurde. Und genau das wurde nachher auf der EU-Ebene wiederholt. Insofern glaube ich nicht, dass es was Grundsätzliches Neues war, es war tatsächlich nur eine Verschiebung von Zuständigkeiten. Thank you. Now we have finished this first panel and we will have a pause before the second one. Many thanks. Yes.